meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Silvesterlook 2014. Wir fangen an mit Tesafilm. Den kleben wir uns auf das linke und rechte Auge, wie ihr sehen könnt. Das hat einfach den Grund, dass nachher, wenn wir den Lidschatten verwenden, einfach einen scharfen, sauberen Augenlook haben. Ich kann nicht mehr sprechen. Also, dann benutze ich die Art Deco Lidschatten, den Art Deco Lidschatten Primer und gebe das auf mein komplettes Auge. Das dient dazu, dass der Lidschatten den ganzen Tag und natürlich bei Silvester auch die ganze Nacht hält. Dann benutze ich meine Sleek All Natural Palette, gebe diesen hautfarbenähnlichen Ton mit meiner Sigma E40 Blending Brush in meine Lidfalte und verblende es. Das dient einfach dazu, dass nachher die dunklen Farben sich besser verblenden lassen. Jetzt mache ich weiter mit der gleichen Palette und benutze diesen schimmernfarbenen Lidschatten. Dazu nehme ich meinen Pinsel von Sueva. Das ist der 232 und packe die Farbe auf mein komplettes Lid. Jetzt mache ich weiter mit der schwarzen Farbe aus dieser Palette. Heute arbeiten wir ausschließlich mit dieser Lidschattenpalette. Nehme die schwarze Farbe mit meinem Ebelin Blenderpinsel vom DM, super günstig und ist auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich dazu sagen. Gebe ich die schwarze Farbe in meinen äußeren Augenwinkel, oh Gott, in der V-Form auf jeden Fall, gebe ich das auf mein Auge drauf, verblende es in die Lidfalte, sodass natürlich nachher auch wirklich keine harten Kanten entstehen und man nicht wie ein Panda aussieht. Falls ihr das Gefühl habt, dass die schimmernde Farbe so ein bisschen an Intensivität verloren hat, gebt einfach mit dem gleichen Pinsel von vorhin und natürlich der gleichen Farbe nochmal die Farbe auf das Lid drauf. Jetzt nehme ich wieder meine Blending Brush von Sigma ohne Produkt drauf und verblende einfach nochmal die harten Kanten, denn harte Kante mag keiner. Okay, was tue ich da? Ah ja, Beyoncé lieb und da muss man natürlich abgehen. So, jetzt lösen wir den Tesafilm und wie ihr sehen könnt, sieht das wunderbar sauber aus. Es liftet einfach auch nochmal das Auge nach oben und ja, ich finde es super. Dann nehme ich einen klitzekleinen Pinsel von Real Techniques, gehe in die gleiche schwarze Farbe von vorhin und verdichte so unten meinen Wimpernkranz. Das mache ich natürlich auf beiden Seiten auch. So, in der Zwischenzeit habe ich meine Foundation aufgetragen. Jetzt mache ich weiter mit meinem True Match Concealer von L'Oreal in der Farbe 02 Vanilla. Dies gebe ich unter mein Auge. Dann verwende ich zusätzlich einen Highlighter-Pen von Art Deco. Den kann man unten drehen, sodass vorne das Produkt dann rauskommt. Und das gebe ich auf meine Wangenknochen auf. Auf mein Lippenherz. Auf mein Kinn. Und auf den Nasenrücken und Stirn. Da, wo man halt highlightet. Ist besonders schön, wenn man Fotos macht und an Silvester macht man bestimmt genügend Fotos. Dann nehme ich meinen ebenen Make-up-Eye, natürlich angefeuchtet, und presse so mein Highlighter bzw. Concealer in meine Haut ein, damit es schön ebenmäßig aussieht.
Jetzt mache ich weiter mit einer Mascara. Wieder von Lancôme eine. Diesmal ist es eine Probe. Und zwar die Doll Eyes heißt sie, glaube ich. Die ist, läuft vorne spitz zu, sodass man auch wirklich in jede Ecke drankommt, an jede Wimper. Das ist wirklich eine schöne Mascara. Und ja, ich denke, die werde ich mir als nächstes besorgen. Als hätte ich nicht schon genug Mascaras. Aber ja, so sind wir Frauen halt, ne? Ich habe gemerkt, dass die Batterie gleich leer ist, also habe ich noch schnell meinen Lippenstift von L'Oreal geschnappt. Ein wirklich knalliger Pinkton. Normal würde ich zu diesem Augen-Make-up einen nudefarbenen Ton tragen, aber da Silvester ist, ist heute nichts zu viel. Das ist der fertige Look für Silvester 2014. Ich wünsche euch für das kommende Jahr wirklich viel Glück, Gesundheit und viel Liebe. Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.